Ich habe die Aufgabe zu Ende gebracht, die einst ein namenloser Halblingsbote, der jetzt tot und fast vergessen ist, tief im Herzen von Am begonnen hat. Marianne hat den Brief ihres Mannes aus meiner Hand empfangen und ich bin froh zu hören, dass es um seine Sicherheit gut bestellt ist. Sie hat mir einen Ring zum Geschenk angeboten, der mich beschützen soll. Und dieses Geschenk erfüllt mich mit Dankbarkeit. Sei es Zauberei oder aber, glaube ich, weiß es nicht, aber ich werde diesen Ring tragen. Nicht zuletzt, um mich ihrer zu erinnern. Also tragen wir diesen Ring. Auch wenn es wieder genau derselbe Schutzring ist. Krieg mal Düner hier ein. Und weil wir so viele davon haben, kriegt ja Jira noch ein. Obwohl Khalid könnte eher sowas vertragen, denke ich mal. So. Ja, beinahe unter meiner Würde. Und ich denke mal, bei dieser netten Dame sollten wir auch nicht weiter rumstüffeln. Wir können zwar hochgucken, ob noch jemand ist, mit dem wir reden können. Wenn niemand besser geeignet ist. Unter meiner Würde. Aber ausrauben werden wir sie nicht. Besser geeignet ist. Ja, es gibt ein paar Leute hier, die schlafen. Das scheint hier fast schon so eine Art schlafender Mann. Oh, ist das ein offenes Bücherregal? Ja, aber das Buch ist nicht interessant. Ja, beinahe unter meiner Würde. So. Jetzt kommen die wieder runter. Das sieht ulkig aus. So, raus hier. Gut. So, wir sind dem Brief losgeworden. Wenigstens etwas Positives. So, und da sind wir schon wieder bei der Schmiede. Also ja, ich würde sagen, wir gucken uns hier um, dann gucken wir uns diesen Häuserblock an. Obwohl, in die Häuser reingucken wollte ich ja noch nicht. Wir können aber noch in das Haus reingucken, dann haben wir den Block schon mal abgeschlossen. Das können wir uns dann schon mal merken für die Zukunft, dass wir hier schon überall waren. Ich tue mein Bestes. Und irgendwer sollte mal versuchen, da hinüber zu gehen. Dass wir den Fleck da auch noch aufdecken. Khalid? Ah ja, Khalid leitet Stahlang. Was wollt? Ich hab genug davon. Oh, das Haus ist verschlossen. Das findet die Mohin interessant. Hier lang. Okay, das Haus scheint verlassen zu sein. Aber hier liegt Schmuck rum. Ja, Imoin kann die Finger nicht bei sich behalten, wenn sie glitzernde Sachen sieht. Kann ich euch behilflich sein? Ich tue. So, Imoin ist auch wieder draußen. Wir haben diesen Häuserblock abgesucht. Ich denke mal, die Ecke da oben erkunden wir dann, wenn wir das nächste Mal. Was wollt ihr? In. Gut. Berigost sind. Wir werden ja eh noch mal hierher zurückkehren müssen. Wenn zum Beispiel die Schmiede geöffnet hat, gucken, was für Ausrüstung er hat, die wir uns jetzt mittlerweile hoffentlich leisten können. Außerdem werden wir doch noch einen Ankeck-Panzer in die Finger kriegen, dass wir ihm den verkaufen können. So, jetzt wollen wir aber mal in den brennenden Zauberer reinschauen. Ich habe ja gesagt, ich will mich in den Wirtshäusern umgucken, nach Aufträgen und so weiter, weil, wie ich ja bereits gesagt habe, dieser eine Auftrag ist schon mal etwas gemein. Also der mit dem Schwert von den Gnollen. Die 50 Goldmünzen sind zwar nicht so das Problem, aber ich finde es immer schade, wenn wir Erfahrungspunkte verloren ihr gehen. Habt so gut wie erledigt. Eure Dienerin steht, wie ihr wünscht. Du sollst bitte auch reinkommen.
Gut. Gut. Hier gibt es ein Bürgerlichen. Meine Leute hat mir ganz schön eingeheizt. Die Banditen sind so schlimm wie noch nie, das kennen wir schon. Wer bist du? Ich wünschte, ich hätte meine alte Tabakspfeife. Was kann man als Dieb schon machen? Man investiert in ein paar Stiefel der List, verdient sich damit im Ödland südlich von Berikos seinen Lebensunterhalt und dann schwupp kommt eine Horde Hobgoblins daher und reißt einem die Stiefel einfach von den Füßen. Diese Schweinebande. Wer auch immer mir diese Stiefel zurückbringt, kriegt 100 Goldmünzen von mir. Oh, seht da, da ist Tritzdurden. Ja. Ein Dunkelelf. Der hat mir 15 Goldmünzen geklaut. Ein nervtötender Team namens Zulok hat mir jedes Mal, wenn ich endlich was sagen wollte, die Taschen ausgeraubt. Aber ich möchte lieber kein Aufsehen erregen. Er erwähnte aber ein paar Stiefel, die ihm Hobgoblins im Ödland südlich der Stadt abgenommen haben sollen. Ich habe irgendwie den Eindruck, dass ich nur durch die Rückgabe dieser Stiefel Frieden mit ihm schließen und meine Sachen zurückbekommen kann. Wie wär's mit einem Whisky? Ja. Es ist schon eine Weile her, dass so viele Fremde gesehen habe. Ich hoffe, ihr werdet in unserer Stadt gut behandelt. Ja, hier können wir auch nur wieder trinken. Wir können ihm also seine Stiefel der List, die wir übrigens schon haben, wiedergeben. Wir kriegen dafür 115 Goldmünzen und ich weiß nicht, wie viele Erfahrungspunkte. Aber ich würde die Stiefel vorher gerne identifizieren und mal lesen. So, hier sind welche beim Trinken. Du, das ist pfundig, so eine feine Seele zu treffen. Ja, die sagen auch immer noch dasselbe wie über die Karawanen. So, hier sind ein paar Zimmer. Man merkt schon, wir sind hier in einem kleineren Wirtshaus, nicht so wie bei Feldpost. Nur 6 Einzelzimmer. Toll. Naja gut, Khalid und Yahira können sich ein Bett teilen. Dünar hier und Minsk. Auch wenn Minsk wahrscheinlich schnarcht. Ob sich Imoen und Talisa ein Bett teilen würden, naja, das ist die Frage. Wie bitte, lasst mich in Ruhe. Nach Feuerwein mit euch und ich hoffe, ihr holt euch da die Gicht. Ja. Feuerwein? Was und wo ist das denn? Ich rede von den Ruinen der Feuerweinbrücke. Liegt ziemlich weit im Südosten, aber ein paar kräftige Beine werden euch sicher hintragen. Ich würde mir auch überlegen, ob sie auch für den Rückweg kräftig genug sind. Die Feuerweinruinen sind eine richtige Todesfalle für den unerfahrenen Abenteurer. Denkt daran und gebt nicht dem alten Sven die Schuld, wenn ihr ein paar von euren Kumpels da drin verliert. Ja, Feuerweinbrücke ist die ultimative Herausforderung im Original Baldur's Gate Spiel, also ohne das Add-on. Das ist nämlich ein optionaler Dungeon voller Fallen und Kobolde. Der kann richtig nervig sein, deswegen werde ich den schön weit aufschieben. Was könnt ihr mir sonst noch darüber erzählen? Was sehe ich denn so dumm aus, an einem solchen Ort herumzustolpern? Ganz bestimmt nicht. Wenn ihr noch mehr Infos braucht, redet mit den Halblingen in Güllikin. Die sind neugierig bei solchen Sachen und helfen euch bestimmt. Ich warne euch aber nochmal, das ist kein Ort für junge Leute. Wer dahin geht, kriegt garantiert Ärger. Am besten stutzt ihr euch woanders die Hörner ab, bevor ihr euer Leben in dem Loch lasst. Und was ist mit Gerigos? Gibt es hier was Interessantes? Hier in der Nähe? Der Tempel im Osten hat eine schöne Aussicht, wenn einem sowas gefällt. Mir gefällt's nicht. Mir gefällt sowieso nicht viel. Ihr gefällt mir übrigens auch nicht. Jetzt lasst mich in Ruhe lesen. Ein sehr freundlicher Geselle. Gut. Okay, dieses kleine Wirtshaus hat uns nicht viel gebracht. Außer, dass wir jetzt wissen, Feuerweinbrücke hier ist ein gefährlicher Ort. Und in der Nähe soll es ein Halblingdorf geben, das Güllikin heißt. Danach sollten wir erstmal die Augen offen halten, wenn wir dorthin reisen wollen. So, jetzt aber raus hier. Das hier können wir uns auch erst alles beim nächsten Mal angucken.
Gut. Wir gucken jetzt mal nach da unten. Da wartet nämlich auch noch was auf uns. Hier ist übrigens ein hübscher Monolith, wollte ich schon sagen. Das ist aber ein Obelisk. Ja, zu viel. Zu viel Dings gespielt, zu viel Warhammer. Ganz falsches Universum, gehört hier nicht hin. Ja. Und zwar haben wir noch den Auftrag, neben dem windigen Schwindler also erstmal ist hier ein hübscher Brunnen. Dass neben dem windigen Schwindler ein Haus ist, das mit Spinnen verseucht ist. Beinahe unter meiner Würde. Und das wir doch bitte säubern sollten. Damit die Zwergin war es, glaube ich, aus dem freundlichen Arm wieder hier einziehen kann. Warum auch immer sie in den freundlichen Arm geflüchtet ist. Übrigens sieht das hier aus wie zwei Häuser, die aneinander gebaut wurden. Und das ist es, glaube ich, auch sogar. Oder gibt es hier keinen Eingang? Nein, ich glaube, hier gibt es doch keinen Eingang. Da war es das Nachbarhaus wahrscheinlich. Hier kann man auf jeden Fall rein. Hier kann man rein. Hier. Hier. Und hier. Ja, okay. Hier die beiden. Ah doch, hier kann man auch rein. Ah, hier kann man noch rein. Okay. Doch, da müsste das ein durchgehendes Haus sein. So, jetzt aber Spinnen töten. Dann bringen wir das auch mal hinter uns. Hallo, Riesenspinnen. Ja, nichts leichter als das. Minsk und Talisa diese Flanke. Also ihr beiden macht hier mal dicht. So, und die beiden helfen dann auch. So. Die paar großen Spinnen sollten wir eigentlich platt kriegen. Aua. Unglaublichen einen Schadenspunkt hat sie gemacht. Was wollt ihr? Beinahe unter meiner Würde. Gut, jetzt sollten wir ein paar Sachen der Frau mitbringen. Nämlich genau abgetragene Stiefel und den Wein. Den Wein nicht trinken. Das wäre nämlich schlecht. So. Dreimal identifizieren rein. Gut. Dann können wir uns hier noch kurz umgucken zu Ende. So. Und den ganzen Schmuck an Khalid abgeben. Oh, das hat uns sogar ein paar Pfeile gekostet. So. So. Ja, wir sollten auf jeden Fall das Schwert, den Stab, auch wenn wir wissen, was das für ein Stab ist, nämlich Stab der Geschosse, identifizieren. Ja, dass wir die auch benutzen Nichts können. Leichter als das. So, jetzt geht's in den windigen Schwindler. Da müssen wir uns nämlich auch noch umhören. Dort waren wir nämlich noch gar nicht wirklich drin. Und dann schlafen wir da noch mal eine Runde und gucken dann zum Schmied. So. Was wollt ihr? Beinahe unter meiner Würde. Hier sind die ganzen Soldaten. Kann ich irgendwie behilflich sein? Ich sehe schon, dass ihr fleißig wart. Also weiter so. Je mehr über Skype ich bekomme, desto reicher werdet ihr. Nehmt euch die Skypes alle ab. Genau, die wollen wir nämlich loswerden. Auch wenn das jetzt nur mal 50 Münzen waren. Starke
Was fragen wir?